Hotline an der Adria, den habe ich damals geschrieben, da war ich mit unserem damaligen Sänger, mit dem Renzo, im Urlaub in Italien. Allerdings waren wir im Gebirge in Norditalien und haben dann aber jeden Tag die anderthalb Stunden Autofahrt auf uns genommen, sind Richtung Venedig gefahren, haben da einen Tag am Strand verbracht und dann wieder zurück abends. Und das war der Anfang einer großen Leidenschaft. Ich bin seitdem fast jedes Jahr irgendwo an der Adria und ich mag Italien einfach. Ja, Venedig ist schon irgendwie ganz cool, ne? Wir waren ja auch schon zusammen, genau, von dem her. Ja, ich finde in dem Lied, die Erinnerungen, die wir natürlich auch in Renzo haben, kann ich das natürlich voll gut nachvollziehen. Auch die Fahrten, die eineinhalb Stunden, es waren eigentlich nur eine Stunde Fahrt, die restliche habt ihr auf irgendwelchen Autobahnen. Musste Renzo pinkeln gehen, richtig? Renzo pinkeln musste, genau, ich erinnere mich, ja, da waren ja diese Sachen. Ja, nee, also mich inspiriert dieser Song schon immer, weil es einfach, die Adrian, ja, inspiriert mich einfach. Ich finde es dort einfach toll. Auch weil wir auch schon gemeinsam dort Urlaub gemacht haben und ja, Wein ist toll, Bier ist toll, Sex ist Krabbe toll. Kann man auch trinken. Und Sex ist am Strand. Also nicht wir, aber. Ich glaube, wir beschließen es und sagen, Italien genau. Ist toll. Richtig, Italien ist toll. Und Pizza bei Luca, in Salata und Spaghetti.